Wieder an. Super. Ja. Wieder aus. Manchmal geht er nicht richtig, ne? Ja, du drückst richtig, aber es geht nicht. Mach mal aus. Oh. Mochte ich jetzt nicht so, aber egal. Ich glaube, das ist eher Erkenntnisse am 4. Advent. So, guten Morgen und allen einen schönen 4. Advent. Wir haben gestern auf dem Sofa geschlafen. Advent. Das 4. Lichtlein brennt. Calvino ist dann runtergegangen, hier unten, weil war zu eng für alle auf dem Sofa. Nö, war gar nicht zu eng, davon noch voll viel Platz erreicht. Doch, du hättest schon gedurft, nur nicht wie eine 7. Hättest du dich neben Bernd gelegt. Bitte? Er sagt, er hätte gerne auf dem Sofa geschlafen, aber er durfte nicht. Können. Ja, aber er dachte, aber er muss runter. So schräg, ja nächste Mal. Aber wenn ich dann nämlich so schräg wieder lege, habe ich ja 2 Nächte geschlafen und dann liege ich so wie ein Y mit dem 40-Kilo-Hund noch in mir drin. Ach, Livia, darf ich mir wenigstens den Umschnall-Lilo drum machen, bevor ich schlürre? Ja, dann haben wir James Bond geguckt. Ich habe, glaube ich, noch nie James Bond geguckt, irgendeinen. Und ich fand den richtig spannend, aber der war endlos lang, gefühlt 4 Stunden, 3-4 Stunden. Du hast den zu Ende geguckt, ne, Calvino? Mhm. Und immer wenn man dachte, jetzt ist der gleich Ende, dann ging es wieder weiter. So. Haben wir noch? Hast du den normalen Tofu jetzt verbraucht für den Shepherd's Pie? Nein, ich habe einen Räuchertofu verbraucht. Also einen. Ganzen? Nein, eine halbe Packung. 200 Gramm, ein Block. Ja, und der andere Block liegt hier noch irgendwo. Ja. Ich mal das halt immer auf. Ich wollte keine Zwiebel essen. Die Raffzähne hat sie schon reingehackt. Dann lass mich mal vorbei. Ich habe schon Kerzen alle angemacht. Und jetzt macht der Papa gerade Frühstück. Da oben ist noch einer. Wir suchen Räuchertofu. Den ganz links, hochkant stehen. Ist das normaler Tofu? Räuchertofu habe ich. Ich suche den normalen. Ja, da ist doch der normale. Naturtofu. Genau. Wir wollten heute nämlich eskalieren mit dem Frühstück. Wir wollten Räuchertofu machen, was unser Bacon-Verschnitt ist. Und Rührei, was unser. Also Rührei ist unser Rührei, aber ich meinte mit Naturtofu. Kannst du auch hier reinsetzen? Ja, gute Idee. Dann kann sie was snacken. Komm, Smurfy. Ich gebe dir die Tomaten. Ja. Käffchen. Ja, wie hast du denn geschlafen auf dem Boden, Kalle? War ungemütlich, ne? Das glaube ich. Soll ich hier Latzo machen? Wenn du möchtest. Ich frag dich, ob das mir ist das egal. Bricht das nicht. Ich will mal duschen heute. Ja, ich auch. Etty, aus! Ja, wir hatten gestern Kinogutscheine verlost. Also nicht verlost, wir haben eine Verlosung spontan gestartet, weil wir beim Aufräumen Kinogutscheine gefunden haben, wo wir nicht wissen, wie viel da drauf ist. Wenn ihr teilnehmen möchtet, in dem Vlog von gestern könnt ihr teilnehmen. Wir wissen nicht, wie viel da drauf ist und wir wissen nicht, ob sie noch gültig sind, aber wir verlosen sie. Weil stell dir vor, da sind 30 Euro drauf und wir würden die wegschmeißen. Und bevor ich es wieder vergesse, ich vergesse es seit Tagen, unsere Kochbücher. Wir haben noch welche. Nicht mehr viele. Nicht mehr viele, sagt Bernd immer, aber wir haben noch welche. Und ja, wenn ihr die noch kaufen möchtet, die gibt es nur noch im Dezember. Im Januar gibt es die nicht mehr. Und wenn ihr die jetzt noch bestellt, heute ist ja
Montag, wenn ihr morgen, also wenn das Video online kommt, quasi direkt bezahlen würdet, könnte es eventuell noch bis Weihnachten da sein. Ich weiß es nicht. Das ist ein Kochbuch, was gedacht ist für Menschen, die gerne weniger Fleisch essen möchten. Das sind erprobte vegane Rezepte, die super geil schmecken. Gelle? Wir haben das schon Fleischessern gekocht und die haben immer gesagt, das schmeckt super toll. Ich einmal. Die PDF-Version. Genau, ja, das stimmt. Also die Print-Version gibt es nur noch im Dezember. Die PDF-Version, also wo man so am Handy scrollen kann, diese wird es weiterhin geben. Aber so ein richtiges Kochbuch mit Spiralbindung, was man dann so wunderschön anschauen kann. Vegan ist ungesund. Kochen mit Michaela und Bernd. Inhaltsverzeichnis. Ich werde es euch nochmal im Foto hier einblenden. Unser Vorwort. Und da geht es dann schon los. Wir haben Fotos gemacht. Das ist immer eine Seite, ist ein Rezept. Genau. Oh, mit zwei? Ja. Wow. Oh, 19 ist für mich. Yay. Und es ist schwer. Es ist schwer, Smurfy. Ja. Livia, du hast auch die 19. Hier, wollen wir aufmachen? Jetzt machen wir die 18. Ich glaube, hier ist schon die 18 bei Livia. Wir hatten die gestern gemacht. Hier, der Eisbär. Es ist was zu essen. Du hast was zu essen? Was? Mandeln, oder? Weiß ich nicht. Oh, oder kleines Lebkuchen. Basler Leckerli Piccolo. Das ist ja schon ein richtiges Geschenk. Ist das hier für dich oder ist das für alle? Das für alle. Das hier ist für mich. Hast du die Kohlrabi wieder so klein gebastelt? Gerne, danke. Ich glaube, das ist sowas wie Lebkuchen. Smurfy, aus, aus. Das hier. Ja. Ich packe euch einfach auf. Mal. Sie will dabei sein. Eine Flasche oder so. Ach, du Chomba. Das ist hier eine. Sie will die Tüte haben vom Adventskalender. Das haben sie ja haben von mir aus. Oh mein Gott. Was denn? Das ist so ein Trinkbecher, oder? Ja. Geil. Welcher? Von Calvino. Der hat so einen Trinkbecher bekommen mit... So ein, wie, so ein, Racing. Wie so ein Kaffee-Thermosbecher. Ach so, ich dachte der... Boah! Schraub mal auf, wie der von innen ist, ob der für Kaffee ist oder... Also warme Getränke. Ach so. Ja, oh, boah, ist der was ist drin. Der ist aus Alu sogar. Wow! Ach, der Zettel, was man darf. Cool. Vielen Dank, liebe Sandra. Das kannst du richtig gut gebrauchen, oder? Wenn wir auf Reisen sind? Ja. Wow, Livia auch, sagt sie. Die kann alles gebrauchen. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Ich glaube, das ist so Lebkuchenzeug. Ja, Smurfy, wo ist dein Adventskalender? Smurfy. Er sagt, er will ja nichts sagen, aber wo ist mein Leckerchen? Hm? Vielleicht holt der Calvino dir das. Ja. Was ist das denn? Wow, ja, das ist so was Lebkuchenmäßiges. So Snackeres als immer nur Bratwurst. Hallo, ganz lange nicht gemeldet. Wir haben in Ruhe gefrühstückt. Wir hatten ja ein großes Adventsfrühstück heute. So mit allem Zip und Zap und drum und dran. Und ja, dann, bis die Küche dann aufgeräumt war, ich habe ein Brot gebacken und alles. Dann ist Livia jetzt eingeschlafen. Wie lange schläft die jetzt schon? 2 Stunden? Wird nicht wach. Und jetzt haben wir schon wieder Hunger. Wer ist jetzt in die Küche gegangen? Bei uns gibt es heute die Reste Shepherd's Pie. Und dazu gibt es Cordon Bleu. Macht er das jetzt schon mal warm. Den Brotbackautomat aufgemacht, damit das Brot abkühlen kann. Denn ich möchte gleich noch ein Brot backen. Oder muss. Wir haben nämlich kein Brot mehr. Guck mal, die war einmal gerade wach, aber ist sofort wieder eingeschlafen, die Maus. Und wir haben, also wir wollten uns schon seit Jahren, erzählst du schon von Krypto, ne? Ja, war schon vor Jahren gemacht. Ja, vor Kryptowährung hat der Bernd immer erzählt.
Aber wir haben das nie in Angriff genommen. Und jetzt hat er sich damit vermehrt auseinandergesetzt. Also immer mal so ein bisschen. Und jetzt heute haben wir ein Kryptokonto eröffnet. Es ist eine App. Und es ist, eigentlich ging das richtig schnell, ne? Ja, und die ist ja total übersichtlich und einfach. Und kostet nichts. Ja, ist gratis und ja, voll cool. Wir haben sogar 25 Euro Startguthaben bekommen. Das kriegt man, wenn man so einen Link hat, ne? Genau. Ich kann euch unten auch einen Link reinsetzen, falls ihr auch Startguthaben haben möchtet. Dann kriegt halt, ihr kriegt 25 Euro und wir würden in dem Fall auch 25 Euro kriegen. Kann ich ja schlau machen, jetzt so heute noch und morgen, oder? Mhm. Kann ich ja erklären, wenn die Leute da sind. Ja, also genau. Bernd fuchst sich da rein und erklärt euch immer mal wieder so ein bisschen was. Ich habe auch auf Instagram habe ich ein Highlight gemacht über Krypto. Ja, jetzt Bernd hatte damals schon gesagt, er wollte sich so ein Bitcoin holen oder mehrere. Früher waren die ja günstig. Sag ich mal 10 Euro einer. Und jetzt ist einer 42.000 Euro wert. Überleg mal, hätte er 10 Stück damals geholt. Für 100 Euro. Stell dir vor, hätte er damals für 100 Euro 10 Bitcoins geholt. Ja. Ja. Genau, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall in Angriff. Genau, ich wollte sagen, auf Instagram ein Highlight, wo wir halt so unsere Anfänge mit Krypto begleiten, dass wir heute halt ein Konto eröffnet haben und wir haben auch schon 100 Euro dahin überwiesen und ich werde euch ab und zu unseren Kontostand dann mitteilen, ob wir Plus oder Minus machen. Ich bin sehr gespannt. Ja, da gibt es auch so, das sind Visa-Karten, sind das Debitkarten, Kreditkarten, keine Ahnung. Kreditkarten, da gibt es verschiedene. Und da musst du halt bestimmte Anforderungen erfüllen. Dann hast du zum Beispiel Netflix umsonst, Amazon Prime umsonst oder nicht Audible, wie heißt das andere? Spotify ist dann umsonst, genau. Und die sind gratis, diese Kreditkarten. Da fuchsen wir uns gerade so ein bisschen rein. Oder Bernd hauptsächlich. Und ich schwitze mir gerade hier wieder den Popo ab, weil der Kamin an ist und der ballert so unendlich. Da hatte ich gerade das Fenster auf, aber dann zieht es mir im Nacken. Süße Maus. Ist arg müde. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, warum ich eigentlich die Kamera angemacht habe. Denn ich habe euch ja angefangen zu erzählen, dass wir ausgiebig gefrühstückt haben. Und dann habe ich lange aufgeräumt, die Küche und so. Und seitdem schläft jetzt Livia danach. Und wir hatten immer noch keine Zeit, duschen zu gehen. Ja, Bernd geht gar nicht mehr duschen. Ich gehe gleich baden mit der kleinen Uschi. Ja. Und noch nicht mal Zähne geputzt. Und wir haben schon. Ich habe Zähne geputzt. Ich nicht. Ich hatte keine Zeit dafür. Ja, weil ich so viel arbeiten muss hier. Mhm. Küche putzen. Du liegst da und chillst. Ja. Milch produzieren nebenbei. Ja. Etty muss auch Milch produzieren. Wie er sich immer anlehnt. Das ist schwach, ne? So. Gestern Abend warst du mein Kissen, das war schön. Mhm. Ich bin schon wieder zurück. Eigentlich wollte ich euch mitnehmen, aber dann habe ich die Kamera hier gelassen. Ne, wir waren die Feldhunde. Ja, ein bisschen nass. Es ist zwar trocken draußen, aber es hat vorher geregnet. Der Boden ist klatschnass. Ich hatte die Schleppleine. Die Schleppleine ist so nass jetzt und matschig. Meine Hände, ich will nicht dran riechen. Ich weiß nicht, was da alles dran ist. Komm mal hier, auf den Platz. Komm mal ab. Fein, warte. So, jetzt kommt, hopp. Super. Fein. Ja, das sind deine Handtücher, ne? Ja, so. Ja. Fein bist du gelaufen, ne? Super. Hier. Jetzt kommt der Papa mit Olivia. Komm, Etty. Jetzt gibt es schön Kaffee. Den haben wir schon gekocht, bevor wir losgegangen sind. Komm, Smurfy. So, erstmal Hände waschen, das ist so ekelig.
mit der Schleppleine, wenn ich nicht weiß, was ich an den Händen habe. Der Etty ist abgeputzt, ja. Ja. So, wir waren jetzt ganz ausgiebig duschen. Also ich war in der Dusche, Bernd und Livia waren baden. Wo hast du die denn hingetan? Hab schon. Und ja, dann ging es sofort weiter mit Ausmisten. Wir sind jetzt bei Calvino im Zimmer. Da habe ich ja die Woche schon angefangen. Und da geht es jetzt so ein bisschen weiter. Das sieht da jetzt sehr, sehr wüst aus. Aber ja, so ist es halt. Es ist aber schon sehr leer geworden. Dann packe ich die nämlich da rein. Genau. Die Wii will da bestimmt auch mitnehmen, ne? Die Wii möchte er bestimmt mitnehmen, ja. Hier ist so ein Boot, das hat der Bernd mal damals. Von deinem Opa hast du das bekommen, ne? Das schwimmt halt wirklich. Wo ist denn die Fernbedienung noch drin? Und ja, hier haben wir halt nie die Möglichkeit gehabt, das so wirklich ausgiebig zu fahren. Deswegen nehmen wir es dann mit, natürlich. Die 7 goldenen Regeln für den Schwimmunterricht. Zum Schwimmen wird eine nicht zu weite Badehose oder ein Badeanzug benötigt. Ich muss sofort jede Anweisung des Lehrers oder des Bademeisters hören. Ja gut. Ne, aber jeder, egal. Was hier mit den Bildern, will er die behalten? Ja, die wollte ich abgeben. Mal runter, ich muss erst runter. Komm mal hier, dann können wir zusammen hoch. Ich muss erst hier die Tür aufmachen. So, und jetzt kannst du hoch. Genau, der Papa sortiert jetzt im Wintergarten und wir gehen hoch. Ich habe nämlich... Fertig jetzt mit Wintergarten. Achso, ich dachte, du wolltest da die Tüte sortieren, hast du gesagt? Die mache ich im Laden. Ah, okay. Ich direkt Papa, ja. Gell, man will weg. Ja, das sind die, ja, die Kochbücher. Die kann ich jetzt auch, die nerven mich da auch schon ständig. Die nerven mich, dass sie da im Weg liegen, ist halt doof. Ja, ich habe sie... mitnehmen. Auf Arbeit morgen, ja. Dann klebe ich die hier. Kurz. Dann habe ich sie schon mal... Ja, das ist nämlich der Rest. Das ja. Okay. Ich hatte die nur hier hingelegt, ja. Weil die waren auf dem Esstisch. Und wenn was ja, umkippt, ja. Dann... Ja, und wir gehen jetzt hoch. Ich habe nämlich oben einen ganzen Umzugskarton mit Fotos, Fotoalben gehortet. So, ich würde mal sagen, vom Alter, wo ich 20 bis jetzt, also die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre Fotos. Und als wir hier hingezogen sind, haben wir den Karton oben auf den Dachboden gestellt und jetzt haben wir ihn halt wieder runtergeholt, weil wir wieder ausziehen. Ich brauche die nicht. Ich brauche nicht diese Bilderalben. Die was? Die hier, die Schulhefte? Ja, frag. Wenn du möchtest. Genau, geh mal ein Stück hoch, Livia. Genau, und hier sind wir schon bei unserer Kiste. Ja, nein, kann ich nicht. Oh, Livia, komm hier. Ach, guck mal, das hier kann auch weg. Das hätte die Frau mitnehmen können von Dings hier. Ja. Wie heißt's? Pass auf. Für die Flutopfer. Für die Flutopfer. Ostersachen. Ja, können wir ja mitnehmen. Die kommt ja gerne nochmal, hat sie gesagt. Ja. Ja, und hier? Fäuste, das war nicht mein Plan. Etty, raus da. Komm hier. Smurfy. Nur mein Handy nur. Komm raus. Er sagt, er nimmt den Schal. Hier ist dein Handy. Oh, was hast du da? Hier den Schal. Oh, Etty hier. Nee, ja, den. Oh, was hast du da? Was hast du da rein? Was hast du da? Oh, er nimmt das Safe. Ja, hilfst du da nochmal mit? Gucken wir Fotos zu. Da hatte ich schwarze Haare. Ja, das sind polnische Slotty. Ja, haben wir auch Scheine von. Ja. Wow, da habe ich meine Freundin besucht. Hast du ja auch, ja. Ja, ich pass auf. Guck mal, das ist der schönste Strand, wo ich jemals war. Ja. In Polen. Weißer Sandstrand. Das bin ich mit schwarzen Haaren. Livia, bleib mal hier. Ach, ihr beiden. So, wir gucken jetzt hier unten weiter die Fotoalben durch, weil oben ist es zu gefährlich mit der Treppe und so.
Und ich habe oben im Büro eine Kiste, die, wo immer lose Fotos, wo ich die immer reingeschmissen habe. Weil wenn ich welche entwickelt habe, dann habe ich die ja nicht alle verbaut in den ganzen Fotoalben. Und die Reste sind in dieser Kiste. Ich habe heute extra meine sexy Snoopy Schlafanzughose an. So, und mein Plan ist jetzt, die ganzen Bilderalben leer zu machen. Die nimmt Bernds Mama, die guckt sich die an, also die benutzt die weiter. Ich mache die leer. Die wichtigsten Fotos nehme ich halt raus, die ich nicht so wichtig finde, schmeiße ich weg. Und genauso die aus der Kiste hier. Da würde ich auch nur die wichtigsten Fotos, ach guck mal, da habe ich schon andere Sachen auch mit reingepackt. Dann müssen wir die nochmal leer machen. Eben, das Murphy ist wieder in Action unten. Hier. Ja, so ist er halt. So. Also, eine Kiste ist jetzt Müll. Das sind die teilweise leeren Fotoalben. Ich habe jetzt nur die Fotos rausgenommen, die ich wirklich haben möchte. Und ich habe entschieden, die werden entsorgt, die Fotoalben, weil da auch viel drin steht. So, wo ich wann war und sowas, das will doch keiner mehr haben. Die Kiste kommt mit. Und die Kiste ist ja Trödel oder eher gesagt für die Dings hier, für die Flutopfer. Da kommt ja die Frau und holt das nochmal ab. Da sind hier sowas, ist da auch bei. Sowas, das brauchen wir nicht mitnehmen. Das sind so günstige Farbrollen. Komm, Action oder so. Dann, wenn wir da welche brauchen, dann holen wir uns nochmal welche. Genau, und jetzt ist schon dunkel. Viel geschafft wieder. In Anführungsstrichen. Wir haben ein paar Sachen wieder ins Internet reingesetzt, die wir loswerden möchten, können, müssen, wie auch immer. Mal gucken, ob wir was loswerden. Hier wartet jetzt die Küche auf mich, Spülmaschine ausräumen, dann die beiden Brote schneiden, das ist noch zu heiß. Das ist wieder das fristig Dummbrot von Chefkoch und das ist ein Toastbrot, ein Dinkeltoastbrot und es ist richtig lecker. Nun kriegen wir unsere Mehle auch weg, aufgebraucht und ich bin jetzt richtig geschafft. Ich habe nicht mal meinen Kaffee in Ruhe getrunken. Also ich bin ja froh, dass wir es noch geschafft haben, duschen zu gehen heute. Denn ja, der Tag ist wieder so an uns vorbeigerauscht. Obwohl ich das heute Morgen oder heute Vormittag sehr genossen habe, dass Calvino bei mir im Arm geschlafen hat. Genau, Livia. Ich habe jetzt gerade die ganzen Babyfotos von Calvino gesehen. Deswegen, da habe ich, das war so süß, so viele Parallelen konnte ich erkennen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, Calvino bei mir im Arm, weil das jetzt noch so drin war. Ja, genau. So, Klappe zu auf den Tod. Da stand früher immer der Weihnachtsbaum drauf auf der Kiste, deswegen ist es so vermackt. Jetzt muss ich noch saugen. Und dann ist es geschafft. Für heute. Oh, und die Spülmaschine, nein. Es ist noch nicht geschafft. Ich beende das Video jetzt hier. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid morgen in alter Frische auch dabei. Tschüss.